Hi Leute, ich bin zurück mit einer neuen Folge und heute ist ein sehr persönliches Thema und ich hatte tatsächlich schon vor ein paar Monaten angefangen, ja, sowas wie einen Vlog zu drehen und aufgrund dessen, dass ich meine Thematik jetzt so umgeschmissen habe und mich jetzt eben für diese Talk-Themen entschieden habe, werde ich die Snippets einfügen, ein bisschen drauf reagieren, ein bisschen drüber sprechen, ja, über die Snippets, die ich halt vor ein paar Monaten bis zum letzten Tag eben gedreht habe. Macht auch mehr Sinn, als jetzt einfach wieder so einen Vlog mäßig reinzuschneiden, würde ich sagen. Oder ja, so ein Video halt zu droppen. Letztes Jahr bin ich zum Frauenarzt gegangen. Ich habe mir einen Frauenarzt rausgesucht und das war halt für mich eine ganz normale Routineuntersuchung und ich gebe zu, und das empfehle ich wirklich keinem, dass man, also ich gehe nicht so gerne zum Frauenarzt, aber ich weiß, dass es halt super wichtig ist, aber für mich ist es so unangenehm und man denkt immer, das ist so weit weg von einem selber, irgendwie passiert es nur anderen. Wisst ihr, wie ich meine? Also vielleicht geht es auch nur mir so, aber so war es halt. Das heißt, ich bin viele Jahre schon in Bielefeld nicht zum Frauenarzt gegangen, hier nicht zum Frauenarzt gegangen, aber letztes Jahr habe ich mir dann jemanden gesucht, bin zu einer Routineuntersuchung gegangen und in dieser Routineuntersuchung habe ich die Diagnose Myom bekommen. Für die, die nicht wissen, was ein Myom ist, das ist eine Wucherung, also ein gutartiger Tumor in der Gebärmutter. Das ist so eine, ja, wie so eine Muskelverwachsung, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe. Und das kann halt auf der Gebärmutter sein, in der Gebärmutter sein. Ich verlinke euch ein Video von einem Gynäkologen hier auf YouTube. Falls ihr euch jetzt so fragt, hey, okay, was ist das, noch nie gehört, schaut euch das Video von dem Gynäkologen super gerne an. Der erklärt es nämlich sehr, sehr einfach, was so ein Myom ist, was die Symptome sind, was für Therapien es gibt. Genau, auf jeden Fall habe ich diese Diagnose bekommen. Und erstmal hieß es so, ja, das ist eigentlich fast normal sozusagen und müssen wir jetzt einfach nur beobachten. Und ich habe tatsächlich, vielleicht habe ich die Diagnose auch schon 2022 bekommen. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist ein Jahr vergangen und ich habe mir halt tatsächlich gar keine Platte drum gemacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich habe mich auch nicht belesen und es ist halt ein ganzes Jahr vergangen. Und die Sache ist, dass mir Anfang diesen Jahres aufgefallen ist, dass ich sehr, sehr schwere Regelblutungen hatte. Ich kann von mir sagen, ich weiß es nicht. Also ich hatte schon immer Regelschmerzen. Ich hatte immer Problematiken. Ich habe immer Rückenschmerzen, immer Knieschmerzen. Ich habe halt damit gelebt. Also ich kann mich tatsächlich an manche Tage erinnern, als ich zum Beispiel noch Krankenschwester war, dass ich Dienst hatte und kaum gehen oder stehen konnte aufgrund der Schmerzen. Aber ich dachte, das ist halt normal. Ich dachte, so ist es halt als Frau, wenn man seine Tage hat. Alle Frauen um mich herum erzählen davon, oh ja, Schmerzen hier. Also ich glaube, ich habe in meinem Umkreis noch nie eine Frau getroffen, die gesagt hat, so, boah, ich habe gar nichts. Also deswegen dachte ich halt so, ja, das ist normal. Genau, dieses Jahr im Januar ist mir aufgefallen, dass meine Regelblutung so stark und so schlimm war, dass es sich für mich nicht mehr normal angefühlt hat. Und rückblickend ist mir dann auch aufgefallen, dass die Regelblutung von, würde ich sagen, einer normalen Regelblutung zu einer heftigen Regelblutung geworden ist. Und es ist dann wirklich so, dass alle super Regelprodukte einfach überhaupt nichts mehr gebracht haben. Ich weiß, dass ich hier im Januar oder Februar zur Toilette bin und eigentlich pinkeln wollte. Und ich wusste schon so, boah, irgendwie, I don't know, und TMI, ich ziehe mir halt die Hose runter und es tropfte wirklich so runter auf den Boden, in meine Hose, in mein Schlüppi. Also es war wirklich wie ein Blutbad und da habe ich gemerkt so, okay, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht richtig, das ist irgendwie nicht normal. Und man muss dazu sagen, dass ich seit ein paar Jahren tatsächlich auch unter, das kam jetzt halt auch raus, unter einer Anämie leide, also eine Blutarmut, sprich dieser, so hat das mir auch der Arzt erklärt, dass es auch normal ist, dass Frauen, die ein Myom haben, eben oft zu einer Anämie neigen, weil das halt einfach so viel Blut frisst. Und ja, in der Hoffnung, dass es jetzt hoffentlich besser wird. So, let's see. Good morning. Heute ist ein random Tag, an dem ich euch ein bisschen begleiten möchte. Und zwar bin ich heute beim Frauenarzt, denn bei mir wurde ein Myom festgestellt, allerdings schon vor einem Jahr. Und ich habe mich nicht so darum gekümmert, habe mir da nicht so eine Platte drum gemacht. Aber mittlerweile habe ich ein paar Beschwerden, würde ich sagen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zu meinem Arzt, damit der halt alles kontrolliert und guckt, weil beim Entdecken schon eigentlich gesagt wurde, dass man das entfernen muss. Genau, und dadurch, dass ich jetzt halt eben diese Beschwerden habe, ist die Frage, kümmert man sich jetzt direkt um OP, um eine OP, was passiert und was ist das überhaupt alles? Genau, that's that. Und direkt danach im Anschluss gehe ich auf ein Event zusammen mit Mandy, und zwar von Hyplo.
Da bin ich hier auf Platz 1 und mache mich jetzt so ein bisschen ready. Erstmal die Nägel trocknen lassen. Genau, und nehme euch jetzt einfach so ein bisschen gestückelt am Tag mit, um zu gucken, was diese ganze Mion-Sache so ist. So, Sebastian fährt die Runden. Ich habe mir erstmal einen Strawberry Sprinkle Donut bei Brami mal gegönnt. Und Matcha. Und ja, also, ich habe ein Myom, das leider viel zu schnell wächst. Das ist ja jetzt in dem Jahr über 1 Zentimeter gewachsen. Und er meinte, das ist viel zu schnell. Und er meinte, es muss jetzt nicht morgen operiert werden, aber bis Weihnachten können wir auch nicht warten. Also werde ich wahrscheinlich im März operiert, heißt das. Genau. Ich warte jetzt auf einen Anruf von der Klinik die nächsten Tage. Er meinte, die werden sich wahrscheinlich schon die Woche sogar melden für ja, einen OP-Termin. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Tatsächlich ging es relativ schnell. Also in dem Video oder bei dem Arzttermin wurde dann halt, ja, wie ich da schon sage, dass der Tumor zu schnell gewachsen ist. Und er meinte halt, dass die Größe, die ich in einem Jahr erreicht habe, eigentlich halt erst so in 2-3 Jahren wächst. Dass er meinte, ihm gefällt dieser schnelle Wachstum nicht und wir müssen halt operieren. Aber ich sollte dann noch zum Chirurgen, der dann eben auch noch untersucht, ob das wirklich raus muss. Die OP war dann letztendlich jetzt im Mai. Ich bin jetzt zurück. Letzte Woche wurden mir meine Fäden gezogen. Ich habe jetzt 4 kleine Einstichstellen bzw. so Schnittstellen und links in der so Höhe Leiste, Unterbauch, habe ich einen Querschnitt, der relativ groß ist, würde ich sagen. Also auch so 3 Zentimeter wahrscheinlich. Und da musste der Muskel zugenäht werden. Ich weiß nicht warum. Ich habe ehrlich gesagt in dem Ding nicht daran gedacht, eben zu fragen, warum das so ist. Und da merke ich die Schmerzen noch. Ich bin kreislauftechnisch noch nicht so ganz auf der Höhe. So, ja, Belastung geht auch noch nicht. Und dazu hatte ich ja auch noch die Grippe. Habe mich bei Sebastian angesteckt. Ja, also ich heile noch tatsächlich und das ist jetzt das erste Video, das ich nach der OP eben drehe. Viele haben mich gefragt, ob ich aufgeregt bin oder ob ich Angst habe. Und ich muss sagen, bis dato hatte ich keine Aufregung, keine Angst. Für mich war das so wie ein Termin, der erledigt werden muss und hatte keine emotionale Beziehung zu dieser Thematik, würde ich mal sagen. Also viele, mit denen ich gesprochen habe, die meinen, ah, ist gar nicht schlimm, voll easy und so. Genau, deswegen war ich jetzt auch nicht aufgeregt, würde ich sagen. Hm? Du bist immer abgebrüht. Ja, ziemlich abgebrüht, bisschen, ja. Good morning. Ich mache mich gerade fertig für meinen Termin für die Klinik. Also eigentlich schminke ich mich nicht dafür. Nur ich wollte entweder davor oder danach noch drehen. Und dafür wollte ich mein Make-up schon fertig haben. Genau, weil es kein Video ist, wo ich mich jetzt schminke. In dem Video davor, wo ich zu meinem Frauenarzt gehe, war ich auch voll krass gestylt. Das war halt, weil eigentlich sollte ich danach noch auf ein Event gehen. Und es war mir so unangenehm, zum Frauenarzt zu gehen, so top gestylt. Und ich dachte, oh Gott, der denkt bestimmt, ich habe mich voll schick gemacht, weil ich eine Frau. Termin habe und er dachte auch so, wow, was geht? Und das Unangenehmste ist, als ich meinen ersten Termin bei ihm hatte, musste ich mich auf den Stuhl des Grauens setzen. Und während er dieses Metallding da reinsteckt, und es ist so einfach unangenehm, darüber zu sprechen, I don't know. Ich glaube, er wollte die Situation auflockern, I don't know. Und auf jeden Fall untersucht er so und er so, also sie machen dieses YouTube, ja? Und ich dachte so, bro. Nee, ich mach dir das OnlyFans. Es ist einfach so, weißt du, der steckt da mit so einem Metallgestrüpp drin und dachte so, wow, ich locke jetzt mal so die Stimmung auf, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, dass ich halt voll angespannt bin. Und ich glaube, dass die Ansprache auf meinen YouTube-Kanal nicht der beste Weg war tatsächlich. Und es fällt mir gerade ein, wo ich mich hier jetzt auch wieder für irgendwas schminke. Und wahrscheinlich dachte der Chirurg auch so, Schwester, wir sind auf keiner Hochzeit, aber let's see. Dann geht's für mich in die Klinik für das Myom. Da wird das jetzt nochmal abgecheckt, nochmal kontrolliert, ob überhaupt ein OP-Bestand besteht. Und ja, wenn, dann ja, wird wahrscheinlich besprochen, wann die OP stattfindet und dass ich das dann plane. Sebastian kommt auch mit, was ziemlich gut ist, weil so ein Termin, ja, bin ich dann nicht aufgeregt, aber ich weiß nicht, ich bin immer total gestresst bei Ärzten und vergesse dann so Fragen zu stellen oder mir ist es dann unangenehm, die Fragen zu stellen, weil ich dann so schnell wie möglich wieder raus will, so, weil die einen auch immer so stressen. Also selten hat man Ärzte, die dann wirklich ruhig sind und einem das Gefühl geben, so, okay, man kann halt quatschen, ist wie ich meine, und mich stresst sowas.
Und wenn Sebastian da ist, der, wenn ihm dann irgendwas einfällt oder so, oder er da ist, dann traue ich mich vielleicht eher Fragen zu stellen, wobei für mich eigentlich alles ziemlich klar ist, to be honest. That's true. Ich habe totale Panik vor Ärzten, einfach weil oft diese kurz angebunden sind und durch diese schnelle Abwicklung habe ich immer das Gefühl, so jede Frage ist unangenehm und Sebastian ist da tatsächlich wiederum gelassener und stellt dann die Fragen. Und manchmal kann ich mir oder sehr oft kann ich mir dann so wichtige Dinge nicht merken und Sebastian kann sich das dann merken. Und deswegen ist es immer gut, wenn er mitkommt. Also das ist fast schon eine Phobie. Vielleicht drücke ich deswegen Arzttermine auch so gerne vor mich hin, weil es für mich einfach eine krasse psychische Überwindung ist, überhaupt dahin zu gehen. Und dann traue ich mich auch, Dinge nicht zu fragen, wie zum Beispiel, warum wurde überhaupt mein Muskel zugenäht? Wäre ja mal interessant gewesen zu wissen. Die Frage wäre eigentlich andersrum. Wieso wurde der Muskel durchtrennt? Ja. Zugenäht wurde, ist ja gut. Ja, genau. Warum der überhaupt, was ist passiert, das könnte man fragen, aber es war mir so unangenehm, dass ich es halt erst gar nicht gefragt habe. Die Frage ist halt, ne, war es unbeabsichtigt oder mussten sie genau an der Stelle eben durch, weil es sonst nicht weiterkäme oder so, also keine Ahnung, aber hätte mich tatsächlich interessiert, aber da war ich nicht dabei. Ja. Ich konnte nicht fragen. Ja. Ich will das eigentlich nur so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ja, das wäre eigentlich ziemlich nice. Hatte ich euch gesagt in den Videos davor, ich kann es wahrscheinlich auch erst so Ende März machen, Anfang April oder so, weil Mitte März muss ich nochmal nach Italien und da muss ich hin. Genau, das ist das, was ich nicht unbedingt verschieben kann. What's Dutch? Hey, ich habe ja tatsächlich gar nicht mehr gevloggt oder euch mitgenommen gestern. Wir waren ja in der Klinik. Also dort hatte ich dann eine erneute Untersuchung und dort wurde nochmal geschaut, ob mein Myom wirklich raus muss. Und den Moment, wo er es kontrolliert hat, in der Sekunde war schon, ja, der muss raus. Ja, das war tatsächlich so, dass ich auch wieder auf diesen Stuhl des Grauens musste. Und er ist halt mit dem Ultraschallgerät rein sozusagen. Und in der Sekunde war schon, ja, das muss sofort raus. Die Problematik bei meinem Myom war, dass er schon recht groß war. Und also noch in einem Rahmen des, ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall meinten die, es wäre schon groß. Und die Lage des Myoms war leider sehr, sehr schlecht. Und meinte, ja, wir müssen operieren. Das muss raus. Und tatsächlich wurde an dem Tag noch ich hatte mein Anästhesiegespräch, es wurden alle Werte genommen. Ich weiß gar nicht, ob die mir noch Blut abgenommen hatten, das weiß ich nicht mehr. Aber halt, ja, ganz viele Werte und ein Anamnesegespräch wurde geführt. Genau. Und habe dann auch schon direkt meinen OP-Termin bekommen, der dann jetzt am 16. Mai stattgefunden hat. Ja, und hinzu kommt, also fernab davon, eigentlich alles ziemlich gut gelaufen. Das Myom wächst leider an einer sehr ungünstigen Stelle. Da, wo es operiert wird, wird halt eine Narbe bleiben, eine große Narbe. Und das heißt, dass, wenn ich jemals ein Kind kriegen sollte, ich nicht über einen natürlichen Weg entbinden kann, sondern ich jetzt halt nur noch einen Kaiserschnitt haben kann. Und die Frage ist, ob ich überhaupt schwanger werden darf. So viel zur Thematik. Leute wahllos zu fragen, bist du schwanger, bist du schwanger? Das ist zum Beispiel ein Thema, warum man eben die Leute nicht fragt. Ständig, boah, bist du schwanger, was ist los und so. Ne? Ich hatte dazu ja ein sehr gutes Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Schwanger oder einfach nur fett, weil ich ja in den Jahren, wo wir zurück nach Berlin gekommen sind, also 2020 bis 2023, über 10 Kilo zugenommen habe und das war für die Leute so, oh mein Gott, was ist mit dir passiert und so. Genau, also fernab von den Spekulationen, oh, sie ist schwanger, war halt auch, dass die Leute dachten, ich habe mir überall Filler hingespritzt und die einzige Stelle beim Gesicht, wo ich Filler habe, sind meine Lippen. Und das kommuniziere ich eigentlich ziemlich offen und jetzt hatte ich Anfang des Jahres hier im Kinn, weil ich doch dieses Löchlein hatte. Jetzt ist hier ein kleines bisschen Füller drin. Genau, damit diese Furche oder ja, diese Delle, die ich hier drin habe, gerade ist ja whatever. Ja, also das war dann so ein bisschen dieser Deep Talk, den ich dann mit der Kamera hatte. Ich hatte mich dann hier halt hingesetzt und bin es dann halt durchgegangen. Und ich hatte ja schon mal ein Video zu dieser Thematik. Dass man ständig gefragt wird, bist du schwanger, willst du Kinder? Und ich habe dazu ein ganzes Video gemacht und das ist ja wirklich
wirklich so ein bisschen viral gegangen. Ich hatte dadurch dann Anfragen durch TV und auch eben generell Presseinterviews, weil das anscheinend irgendwie dann doch den Nerv getroffen hat der Leute, weil das dann halt so war, ah ja, krass, schön, dass du darüber sprichst. Und bei mir kam das ja auch einfach durch die Gewichtszunahme, die ich ja die letzten 3-4 Jahre halt hatte, dass ich über 10 Kilo zugenommen habe. Und es war für die Leute so, boah, die ist fett, oh mein Gott, was mit ihr passiert, was mit ihrem Gesicht passiert. Oder halt eben, bist du schwanger. Und das war letztendlich so viel, dass ich unter jedem Post, den ich auf Instagram gepostet habe oder jedes Video, unzählige Kommentare dazu hatte, boah, was mit ihrer Fresse passiert, boah, ist die fett. Und dadurch, dass ich ja auch noch so offen über meine Lipfiller gesprochen habe, haben die Leute dann auch noch gesagt, so, boah, wie viel Filler willst du dir noch ins Gesicht spritzen? Und also so total weirde und wilde Behauptungen letztendlich. Und ich hatte halt die Nase voll, dass ich dieses Video gemacht habe und erwähne jetzt eigentlich letztendlich nochmal und möchte das auch einfach nochmal wiedergeben, weil ich habe auch jemanden in meinem Umfeld, der, die hatte gerade Endometriose, wurde auch operiert und sie hatte mir dann auch eine Sprachnachricht geschickt, hey, wie geht's dir und so, und ne, haben uns dann halt so ein bisschen hin und her unterhalten. Meinte halt auch, ich finde es vor allem jetzt dadurch, dass ich operiert bin und jetzt finde ich diese Frage, wollt ihr Kinder und bist du schwanger, umso schlimmer, dass man das ständig gefragt wird und die Leute gar nicht wissen, ob das überhaupt geht, kann das überhaupt sein, hat diese Person schon eben Fehlgeburten oder nicht. Und ich war schon immer gegen dieses Fragen tatsächlich. Und ja, so hatte mir meine Freundin eben auch in ihrer Sprachnachricht gesagt, wie sehr sie diese Fragen verletzt haben und verletzen. Vor allem, wo sie jetzt die Diagnose Endometriose hatte und auch operiert wurde deswegen. Genau, ich guck mal weiter, was ich hier noch sage, weil ich meine, dass ich da ein bisschen emotionaler wurde. Ja, während der OP werden meine Eileiter gecheckt, ob ich überhaupt schwanger werden kann. Und dann fiel schon letztes Jahr bei meinem Arzt das Wort künstliche Befruchtung. Auch das habe ich wahrscheinlich überhören wollen. Und jetzt hat es der Chirurg, ich weiß gar nicht, ist er der Chirurg? Der Frauenarzt, ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht gefragt. Oh Mann. Er ist der Chirurg übrigens, der mich auch da untersucht hat in der Klinik. Ja, auf jeden Fall meinte er auch, ja, wir müssen uns mal über künstliche Befruchtung unterhalten. Und es war so, oh Gott. Keine Ahnung. Wisst ihr, was interessant? Ich habe mich immer gefragt, ich habe ja immer gesagt, boah, ich will keine Kinder und so. Und ich hatte auch nie das Gefühl jemals, dass ich so Mutter-Sein-Gefühle hatte, was zum Beispiel meine Schwestern hatten. Die waren so, boah, ich will Kinder, boah, ich will Mutter sein. Und ich hatte das halt literally niemals so. Und ich frage mich, ob mein Körper einfach schon wusste, dass es bei mir einfach nicht so normal ist. Wisst ihr, wie ich meine? Just thinking loud. Ja, das sind so die Gedanken, die ich mit euch teilen wollte. That's the tea. Tja, also ich sag mal, mental und so geht's mir eigentlich ziemlich gut. Was ich halt jetzt so krass finde, ist eben, dass ich nur noch einen Kaiserschnitt haben kann, weil ich habe immer gesagt, okay, wenn ich jemals ein Kind kriege, dann würde ich es halt gerne über eben den normalen Geburtsweg haben wollen. Aber das wird mir nicht, ja, es wird halt nicht sein. Das fand ich jetzt ein bisschen traurig. Und so künstliche Befruchtung und so, da habe ich voll Angst vor. I don't know, Leute. Ja, mit den zwei Gedanken bin ich so, oh, irgendwie voll traurig. Für mich selber, denke ich mir. Keine Ahnung, warum ich gerade heule. Irgendwie werde ich jetzt trotzdem emotional, wenn ich das gucke. Also, ich sage ja in dem Video, dass mir mental halt voll gut geht. Ich glaube, dass es mir mental halt auch voll gut geht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass ich es einfach laut ausgesprochen habe, dass für mich überhaupt jetzt die Frage bestand oder von den Ärzten, kann sie überhaupt schwanger werden, weil Sebastian und ich haben halt nie verhütet und für mich war das so, ah ja, es ist einfach so, wisst ihr, wie ich meine? Also wir haben es auch nie geplant, aber ich habe halt immer gesagt, gut, wenn ich schwanger werden würde, ich würde natürlich niemals für mich abtreiben, aber ich glaube, dass es so ausgesprochen wurde und die gesagt haben, wir müssen uns darüber unterhalten, wir müssen darüber nachdenken, haben sie sich Gedanken gemacht, war für mich dann so, oh, okay, jetzt wird es halt irgendwie ernst. Genau, und ich glaube, dass ich das dort laut ausgesprochen habe, war für mich einfach irgendwie trotzdem traurig.
Ja, und ich habe halt mit mir darüber gesprochen und nicht mit Sebastian. Also das war jetzt so ziemlich raw, würde ich sagen. Genau, und ich würde es halt trotzdem für mich traurig finden, dass, wenn ich jemals schwanger werden sollte, ja, ich das traurig finde, dass ich nicht die Möglichkeit habe, das halt normal zu entbinden. Und aufgrund der OP und der Lage meines Myoms, ich meine Schwangerschaft sowieso unter Risikoschwangerschaft laufen würde. Ich habe jetzt erst wieder Updates. Und zwar haben die mich gestern angerufen, dass heute sozusagen meine OP ist. Das ist der 16. Mai und ich soll um 15 Uhr in der Klinik sein und darf ab 9 Uhr nichts mehr essen. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Ich bin eigentlich auch ziemlich ready to go. Ich packe gerade meinen Koffer und ja, habe eben überlegt, so, was ziehe ich überhaupt an? Also ich muss 2 Tage bleiben. Also denke ich, mache ich so ganz casual, ein bisschen sportlich und nicht, ja, genau, irgendwie so. Ja, ich bin nicht aufgeregt. Ich freue mich, dass ich es dann hinter mir habe. Das Einzige, wo ich sage, so, boah, irgendwie mache ich mir Gedanken, ist die Narkose, weil ich vertrage Narkose nicht so gut tatsächlich. Ich hatte ja schon mal eine Mandel- und eine Nasen-OP und da waren beides mal die Narkosen wirklich, die haben mich richtig weggeballert, also mit Abbrechen und allem, also wirklich richtig schlimm. So, das ist so das Einzige, bei dem ich halt denke, oh, okay, hoffe, das wird nicht so krass schlimm. Ja. Und für mich, Narkose ist das Beste, was es gibt. Ja. Am liebsten jedes Wochenende. Ja, Sebastian und meine Schwester schwärmen so davon. Die so, oh mein Gott, geil. Und ich weiß immer so, Horror. Das waren die einzigen Situationen, bei denen ich wirklich geschlafen, guten Schlaf hatte. Richtig zufrieden und ausgedacht geworden bin. Ihr müsst unbedingt in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch sei. Seid ihr Team Narkose oder eher Team so bitte nicht? Also ich bin auf jeden Fall Team bitte nicht. Genau, ja, ansonsten werde ich gleich duschen. Zum Thema Duschen, ne? Also ich habe ja so ein Infoblatt bekommen und da erzähle ich an dem Tag, dass es ja heute losgeht sozusagen. Und in dem Infoblatt, im Infoblatt stand, bitte duschen Sie am OP-Tag. Und ich war so, was ist das für eine random Information? Aber ich denke, dass es wirklich Leute gibt, die in OP gehen und einfach nicht sauber sind. Weil ich mir dachte so, hey, das ist doch das Natürlichste und das Wichtigste, vor allem auch mir gegenüber, aber auch den Menschen, die ja um mich herum arbeiten oder an mir arbeiten, zu sagen, ja, also ich tue halt allen Gefallen und bin eben frisch und sauber. Deswegen war nicht die Info einfach des Todes random irgendwie. Ich darf seit 9 Uhr nichts mehr essen. 15 Uhr, wie gesagt, muss ich in der Klinik sein. Pack jetzt noch mein Buch ein, gucke, ob ich noch einen Film runterlade. Und dann bin ich eigentlich ziemlich ready, würde ich sagen. Kleine Roomtour. Ich bin jetzt im Zimmer. Und that's my room. Das ist ja Roomtour, oder nicht? Ja, Roomtour. Zeig ich das Badezimmer. Und hier ein auf Flex. Ja, cute. Das ist die Toilette. Oh mein Gott, diese Toilette, Leute, guckt ihr euch bitte an. Die war auf 2 Meter Höhe. Das war so hoch und die war so angeschrägt. Und für jemanden, der halt nur 1,51 groß ist, musste ich mich an dieser Stange festhalten, die ja an diese Wand montiert war. Und mein Arsch so, so wirklich richtig raufklettern und raufschwingen. Und das war ja an dem vor der OP-Tag ja natürlich noch total lustig. Aber nach der OP, oh ja, da war es natürlich richtig spicy. Aber voll schick, alles voll gut. Das ist mein Platz hier. Ja, das ist dein Platz. Aber es war ein schönes Zimmer. Ich hatte meine Ruhe. Das Gute ist, ich habe sogar einen Mini-Kühlschrank. Hab mir eine Fritz-Cola mitgebracht. Ja, ich hab mir auch wirklich so richtig Sprudelwasser mitgenommen, Fritz-Cola, Erdnüsse. Weil ich dachte so, boah, nach der OP, ich werde mein bestes Leben nehmen, aber das war noch die Ruhe vor dem Sturm. Zitronenkuchen habe ich mir gekauft und ey, wirklich irre. Und dann kam die Schwester und die so, sie dürfen das alles, was auf dem Tisch liegt, nicht essen. Ich so, nee, natürlich nicht. Ich war sowieso so am Arsch. Ja, ich werde mich jetzt einrichten und es geht irgendwas los. Ich habe noch gar keinen, ich weiß noch gar nicht, wann ich operiert werde. Das ist voll witzig. Ja, was hast du gesagt? Die Oberschwester kommt jetzt gleich. Ja. Und erklärt dir alles. Ja. Dann weiß ich auch mehr. Ja, true. So, ich habe noch eine halbe Stunde und habe jetzt die Thrombosestrümpfe an und dieses super sexy, was soll ich sagen, Nachthemd. Ja,
Ich muss auch gleich meinen Schlüppi ausziehen, weil ich jetzt darf gar nichts anhaben. Also mache ich das. Warte jetzt noch kurz und dann denke ich, sehen wir uns später, I guess. Warte jetzt noch kurz. Ja, ging das dann wirklich dann direkt los? Nein, es ging nicht direkt los. Also ich muss um 15 Uhr da sein. Ab 9 Uhr sollte ich nüchtern sein und ich wurde um 7 Uhr zur OP abgeholt. Sprich, war die ganze Zeit nüchtern. Das war natürlich richtig krass. Und dadurch, aber ich glaube, das erwähne ich nicht mehr in dem Video, aber natürlich ging es mir so schlecht nach der OP durch die Narkose. Und dadurch, dass ich so viele Stunden nichts gegessen habe und ich so spät aus dem OP kam, dass dann natürlich schon der Nachtdienst da war und ich extrem viele Infusionen bekommen habe, weil ich selber nicht trinken konnte und getrunken habe, dass ich halt richtig oft zur Toilette musste. Und jedes Mal, wenn die Schwester mich zur Toilette begleitet hat, hatte ich einen richtigen Kreislauf-Kollaps und sie so, geradeaus gucken, das weiß ich noch. Gucken Sie hoch, Frau Schmidt, gucken Sie hoch. Und dann war es schon so, oh Gott, und dann weiß ich nur noch, wie sie mich so zum Bett irgendwie mit begleitet hat. Und ich meinte immer, mir geht's nicht gut. Und dann weiß ich nur noch, wie so schwarz vor Augen war. Und dann kann ich mich nur noch daran erinnern, dass ich halt im Bett wieder wach war und dass ich dann immer diese Hitzewallungen bekommen habe und ich jedes Mal, wenn sie mich nach der Toilette ins Bett gebracht hat sozusagen, habe ich gefragt, ob ich ein Coolpack haben darf, weil ich dann immer wieder mit einem Coolpack wach geworden bin, weil ich mir das so hingelegt habe, weil ich richtig so Schweißausbrüche hatte. Also total krass, ja. Und da wurde ich dann halt abgeholt. Hier ein paar MS-Schläppchen, ja. Und hier mit diesem barockigen Love that. Ich muss meine MS schlafen, ey. Guten Morgen. Ich bin wach. Es war leider nicht so eine geile Nacht. Okay, das ist der nächste Morgen. Ich war extrem oft aufs Klo, weil ich selber nicht trinken konnte. Habe ich so viel Infusion bekommen. Ja, ich fand es nicht so schön. Dadurch, dass es so spät wurde, durfte ich auch nicht mehr ins Krankenhaus kommen. Also ich weiß nicht, ob das überall so ist. Ich fand es halt nur ein bisschen blöd auf meine Frau, halt dann alleine auf sich gestellt. Also klar ist eine Schwester da und so, aber es ist, glaube ich, trotzdem immer ganz schön, wenn der Partner da wäre. Ja, wenn es einem so schlecht geht, ich weiß nicht, also hätte ich mir doch gewünscht, dass irgendwie Sebastian da gewesen wäre, weil mir war es auch irgendwann unangenehm, die Schwester zu rufen, weil ich hatte das Gefühl, sie war jetzt nicht so gut drauf. Ich weiß nicht, ob sie genervt war oder ob das halt so ihre Art war, aber das hat mich, wie wir zum Anfang dieser Folge kommen, dass ich sowieso panische Angst habe, im Ärzte zu fragen, so jemand zu Last zu fallen, sage ich mal so. Und ich hatte aufgrund dessen, dass ich die Narkose nicht vertrage, war ich leider eine Last in der Nacht und musste halt klingeln, weil ich halt ständig pullern musste. Ich habe sowieso eine Blase, die ständig zur Toilette muss. Genau, deswegen war es so unangenehm. Ich glaube, wäre Sebastian da gewesen, hätte ich mich nicht so schlecht gefühlt. Ja, wie nachts diese Schwester zu rufen, muss ich tatsächlich zugeben. Mein Kreislauf leider jedes Mal richtig runtergeballert. Ja, man sieht hier eigentlich, kann kaum reden. Ich bin noch so auf Medikamenten. Und ich hatte nur im Kopf, ich muss den Vlog drehen. Ich muss den Vlog drehen. Aber ich war so am Arsch. Leid voll auf war, Schmerzen, Übelkeit. Die Schmerzen waren nicht so, ich kann es nicht mal beschreiben, aber es waren so wie Menstruationsschmerzen, nur so noch schlimmer. Also das war so das Doppelte von so klassischen Menstruationsschmerz, würde ich sagen. Ich habe es mir tatsächlich angenehmer und leichter vorgestellt, die OP. Als es dann letztendlich war, ich bin auch noch gar nicht richtig warm, ich bin auch noch müde. Ja, und das liegt daran, dass mir alle gesagt haben, boah, voll einfach die OP, ah, easy, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, jeder hat das so bagatellisiert und deswegen dachte ich so, oh ja, easy. Und als ich selber das YouTube-Video von diesem Gynäkologen geguckt habe, der ja über Myome spricht sozusagen, also ja, das ist gar nicht so eine einfache OP, weil das ist ja ein Muskel, das blutet sehr, sehr stark und das da herauszuschneiden ist wohl auch gar nicht so einfach. Und ja, deswegen war ich, glaube ich, selber so ein bisschen nicht überfordert, aber ich war so, hä, irgendwie alle haben gesagt, das ist voll easy und deswegen habe ich mir Chips mitgenommen, Erdnüsse, Cola, weil ich dachte, am nächsten Tag geht es halt voll geil weiter. Aber es war halt definitiv nicht der Fall. Ja, ich habe hier auch eine Drainage. Das Ding. Das wusste ich auch nicht, dass ich das kriege. Ja, ich hatte eine Drainage, Bro, das hat mir auch keiner gesagt. Nachts, die so, sie hat mir geholfen, also mich zu mobilisieren. Und sie so, denken Sie an Ihre Drainage? Und ich so, ja, habe ich eine Drainage? Das hat mir auch keiner gesagt. Und wenn du dann mit so einem Beutel in deinem Bauch aufwachst, oh, OMG, hey. So, kurzes Update.
Update zu mir. Mir geht es heute schon viel besser. Wir haben jetzt 17.20 Uhr. Es gibt Abendbrot. Und die haben dort so einen schönen Raum, wo man sitzen kann. Aber der war leer. Ich war mit einer Frau da und die hatte so übelste Essgeräusche. OMG. Und ich halte das ja gar nicht aus. Also bin ich aufgestanden und mein Zimmer gegangen. Mache ich jetzt weiter. Natürlich. Ja, also Essgeräusche und ich, keine gute Idee. Selbst mit OP-Wunden. Ich hatte mir noch ein paar Filme runtergeladen. Gucke jetzt Addams Family. Ich bin immer noch so ein bisschen kurzatmig eigentlich. Ja, ich esse Butter, Käse und ich habe noch Pflaumenmus gefunden. Den baller ich mir gleich rein. Ich darf noch nicht duschen. Und deswegen mache ich mich nach dem Abendbrot direkt fertig. Zahnseide, Zähne putzen, Cleanser, Skincare, so eine Katzenwäsche. Und dann gehe ich schlafen. Ich bin so müde. Ich habe ja die ganze Nacht nicht geschlafen. Heute habe ich zweimal so ein bisschen geschlafen. Ja, ich muss auf jeden Fall noch einiges nachholen. Ja, also wie gesagt, Stück für Stück ging es mir dann auch besser. Ja, war tatsächlich nicht so eine einfache OP, wie ich halt dachte. Und etwas, was ich in dem Video tatsächlich nicht erzähle, ich glaube, weil ich es noch nicht wusste, oder ich weiß nicht, ob ich es wusste oder nicht wusste, aber der Chirurg kam ja am nächsten Morgen. Mir wurde dann die Drainage gezogen, Gott sei Dank. Und die meinten auch schon, wenn die Drainage raus ist, dann tut es nicht so weh. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich weniger diesen Wundschmerz hatte, aber die Drainage liegt im Bauch und die ist halt überall rangekommen und dieser Schlauch piekst in dir drinne und das ist sehr, sehr unangenehm und ja, deswegen meinten, wenn die Drainage raus ist, dann geht es ihnen auch schon viel besser und das war dann tatsächlich so und dann kam der Chirurg und meinte, ja, also wir haben das Myom erfolgreich entfernt und während der OP ist aber aufgefallen, dass sie auch noch Endometriose haben und es war so, ah, okay, ja, also Endometriose auch eine Thematik, mit der ich mich nie beschäftigt habe. Es war so, ja, irgendwie aus heiterem Himmel. Erstmal die Myom-Diagnose, dann die Endometriose war für mich dann doch ein bisschen Matsch, würde ich sagen. Und muss mich selber mit der ganzen Thematik noch beschäftigen. Also ihr könnt mir super gerne schreiben, ob ihr Erfahrungen mit Myom habt, ob ihr Erfahrungen mit Endometriose habt. Wie war es für euch oder wie ist es für euch? Wie war die Therapie? Also ihr könnt mir gerne eure Infos schreiben, wenn es euch natürlich nicht unangenehm ist, es halt als Kommentar zu schreiben. Aber für mich ist es halt eine komplett neue Welt, mit der ich mich noch nie beschäftigt habe. Und die meinten halt, ja, das war auch sehr großflächig. Und ich frage mich so, also hatte ich davor eigentlich immer krasse Schmerzen und ich habe ein gutes Schmerzempfinden oder habe ich einfach gelernt, damit zu leben? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Und dann hat er noch gesagt, ja, das Myom war letztendlich doppelt so groß, wie eigentlich beim Frauenarzt diagnostiziert wurde. Also es war statt 3 cm 6 cm groß. Und er meinte, aufgrund dessen, wie die Lage des Myoms und die Größe des Myoms, wird es bei mir halt auf jeden Fall, wenn ich schwanger werden sollte, eine Risikoschwangerschaft werden, die begleitet werden muss, damit es nicht zu einer Gebärmutter, wie hieß das? Gebärmutter, was stand in diesem Arztbrief drin, also dass das irgendwie nicht reißt oder platzt. Ja, was halt auch natürlich total krass ist, er meint ja, er arbeitet mit einem Professor zusammen, der die Schwangerschaft komplett bis zur Geburt mitbegleitet und dann eben das Kind mit dem Kaiserschnitt, ja, auf die Welt kommen würde. Genau, es waren halt sehr viele Überraschungen, dann doch auf einmal, muss ich sagen, und dadurch, dass ich selber noch so ein bisschen benebelt war und noch nicht ganz da war, konnte ich es, glaube ich, gar nicht so richtig bearbeiten oder verarbeiten und ja, hat mich dann trotzdem die Tage danach gekostet, so okay, ah, was bedeutet das und so. War dann irgendwie trotzdem ein bisschen traurig und fand, mir ist dann nochmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass wir wirklich in der Gesellschaft aufhören, Frauen eben nach Kindern und Schwangerschaft zu fragen. Wieso, weshalb, warum? Hier, da hat es eben seine Gründe. Auch einfach, vielleicht will jemand auch gar nicht Mutter sein, was auch immer es ist. Es muss ja nicht immer was Gesundheitliches sein. Und dass wir einfach als Gesellschaft lernen oder eben verlernen, das, was für uns immer normal erschien, jeden zu fragen, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dir, dass wir uns das einfach abgewöhnen und nicht machen, es sei denn, diese Person kommt wirklich auf einen zu. Wie gesagt, für mich war das viel Überraschung auf einmal. Also erstmal diese Diagnose und dann, dass es in einem Jahr so schnell gewachsen ist, dass es auf einmal raus sollte und dass es doch größer war und dann auf einmal doch mit Endometriose. Also letztendlich, ja, war mein Körper wahrscheinlich schon immer so, es geht nicht jetzt. Und
Vielleicht hatte ich deswegen diese ganzen Gefühle nicht. Ich weiß auch nicht, was die Zukunft jetzt für mich bringen wird, für Sebastian und mich. Wie es mit meinen Wünschen und mit meinen Gedanken bezüglich Kind aussehen wird, weiß ich nicht. Genau, ich glaube, dass ich erstmal für mich diese ganze Thematik verarbeiten muss und ich jetzt auch noch ganz vor ganz vielen Fragen stehe. Und ich habe nächste Woche meine Nachsorge genau bei meinem Arzt und werde dann auch ganz viele Fragen gestellt bekommen, weil letzte Woche, als mir die Fäden in der Praxis gezogen wurden, hatte die andere Ärztin mir Hormone verschrieben, damit die Endometriose nicht wiederkommt, weil ich soll ja und darf ja jetzt 6 Monate nicht schwanger werden. Ja, aber irgendwie waren das so krasse Medikamente und da will ich auf jeden Fall nächste Woche meinen Arzt fragen. Also wie gesagt, ich stehe selber noch total so wie ein Fragezeichen in der Luft. Und ich habe halt die Ärztin gefragt, ja, was kann man denn jetzt machen, dass die Endometriose nicht wiederkommt? Sie meinte, es gibt nicht das Mittel, aber sie meinte, also die beste Vorsorge für Endometriose wäre eben schwanger zu werden. Genau, ja, deswegen. Also ich darf jetzt sowieso nicht schwanger werden und deswegen soll ich diese Tabletten nehmen, aber das kläre ich dann selber mit dem Arzt. Deswegen nehme ich es jetzt auch erstmal nicht, weil ich erstmal doch ziemlich vorsichtig bin. Ja, und das ist so mein Update zu dem Video. Ich habe dann, nachdem wir entschieden haben, wie ich dieses Video überhaupt verarbeiten will, wollte ich meinen Abschluss hier in diesem Video machen und habe dann weiter kein Snippet gedreht. Genau, und teilt super gerne, wie gesagt, eure Gedanken mit mir und ja, wie ihr das halt gemacht habt, wie das für euch letztendlich war. Ja, und dann ist halt die Frage für mich, ob ich nach 6 Monaten, sagen wir mal, überhaupt schwanger werden kann. Genau, das bleibt halt noch offen. Ja, und ich habe unter, glaube ich, dem letzten Video einen Kommentar bekommen. Sorry, ich klinge immer noch so ein bisschen, weil ich immer noch krank bin. Einen Kommentar gehabt von einer Person, die geschrieben hat, weil ich ja meine Story, also Sebastian hat ja Stories von mir gemacht. Das war nicht ich, die das gepostet hat. Und dann hatte diese Person, ist dann halt auf YouTube gegangen und meinte dann halt so, ah, ist es jetzt doch die Nasen-OP geworden? Und ich fand das so anmaßend und hat mich eigentlich auch ein bisschen verärgert, weil, also zum einen hat diese Person überhaupt gar keine Ahnung, wie eine Rhinoplastik anscheinend aussieht oder wie sowas geht. Which is fine, ist es okay. Ich hatte schon mal eine Nasen-OP, das war aus gesundheitlichen Gründen, also kein ästhetischer Eingriff. Und ich kann euch sagen, das ist ziemlich brutal, ziemlich, ziemlich brutal. Mir wurde die Nase hier komplett geöffnet, hochgeklappt, die Nasenscheidewand wurde gebrochen, gerichtet, Tamponage, Nase wieder zu, also volles Programm. Und danach siehst du halt aus, als wärst du aus einem Boxring entstiegen, genau. Also ich hätte nicht eine Woche vorher posten können, ich liege im Krankenhaus, komme zurück und dann, hey, ist es jetzt doch die Nasen-OP geworden? Also fernab davon, dass mich diese Kinderfragen schon ziemlich ankotzen, hat mich das irgendwie auch voll genervt, keine Ahnung. Deswegen, ich glaube, wir müssen kollektiv sensibler werden mit den Sachen, die wir schreiben. Ich glaube, viele denken Dinge und tippen sie dann einfach rein oder sie wollen halt einfach auch verletzen, angreifen oder triggern oder so, I guess. Das war auf jeden Fall ein sehr persönliches Video, war mir aber trotzdem sehr wichtig, darüber zu sprechen. Einfach nicht diese ganze Kinderthematik, sondern ich hoffe, dass ich mit meinem Beispiel zeigen konnte, wie wichtig es ist, eben zum Arzt zu gehen. Jetzt waren es nicht zum Glück so krasse gesundheitliche Sachen. Also klar, ne, man hat eben diese Symptome, es gibt Schwierigkeiten, Kinderwunsch bleibt aus, was auch immer es ist, was diese Erkrankung halt mit sich bringt. Aber es hat mir einfach gezeigt, wie wichtig es ist, regelmäßig zu seinem Arzt zu gehen, untersucht zu werden, um wirklich, wenn es gravierende Dinge sind, dass man dann frühzeitig eingreifen kann, statt zu glauben, dass es okay ist, dass man leidet. Also für mich war es immer okay zu leiden. Für mich war es okay, dass ich zur Arbeit gegangen bin, obwohl ich nicht stehen konnte, aufgrund der heftigen Knieschmerzen, aufgrund der Rückenschmerzen. Das war für mich okay. Ich dachte, das ist halt einfach so und ich hoffe, dass ich euch anhand meines Beispiels sagen konnte, egal wie unangenehm es ist, zum Arzt zu gehen, dass man sich die Hilfe holt und dass man nicht leiden muss und dass es nicht okay ist, unter heftigsten Schmerzen zu sein, weil da eventuell doch ein gesundheitlicher Background sein kann, so wie es jetzt bei mir war. Genau, ich hoffe, dass ich einigen die Augen öffnen konnte oder sensibilisieren konnte, dass es eben wichtig ist, zum Arzt zu gehen und hoffentlich auch nochmal sensibilisieren konnte, dass wir aufhören, Frauen zu fragen, ob, wann und wieso, weshalb sie schwanger sind oder nicht schwanger werden oder warum auch immer sie sich entscheiden, eben das nicht zu tun. Teilt gerne eure Erfahrungen mit mir, wenn ihr möchtet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.